Interview. Schönheit in allem, sei es Musik oder beim Schreiben eines Theaterstückes, ist Schein. Alles, was ich tue, ist vollkommener Schein. Bekenntnis oder Täuschung. Peter Murphy liebt das Versteckspiel. Ist er ein ernstzunehmender Musiker oder nur ein knochiger Narr, der sich über uns, den Tod und den Teufel lustig macht? Sicher ist, dass er seine Rolle im Popgeschäft kennt, dass er sich vermarkten lässt und doch die Fäden des Spiels in der Hand hält. Sein 88er-Hit All Night Long ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Peter Murphy es geschickt versteht, seine ungewöhnlichen Ansichten in eine eigene, anonyme Popwelt zu tragen. Es kommt darauf an, wie man damit zurechtkommt, Geschäftsmann zu sein, ohne seine künstlerische Freiheit zu verlieren. Man muss versuchen, die Balance zu halten und sich seinen Dickschädel trotzdem zu bewahren. Das Image des düster versponnenen Kobolds erwarb sich Murphy vor allem als Sänger der Kultband Bauhaus, die Anfang der 80er Jahre neue Gebiete der Popkultur erforschte. Bauhaus begann 1978 und löste sich 83 wieder auf. Manche Leute sagen, wir hätten die Gothic-Bewegung ins Leben gerufen, aber ich würde das nicht sagen. Wir waren einfach sehr visuell, sehr kraftvoll, wahrscheinlich weil wir uns aus der Punk-Zeit heraus entwickelt haben. We were very visual, very powerful band. We came from the post-punk period, I suppose. Bauhaus kultivierten die Angst vor den Geheimnissen des dunklen Unterbewusstseins, erschreckten Omas und sensible Teenager und erklärten Schwarz zur schönsten Farbe der Welt. Als die Plattenindustrie diese Wildheit zu vermarkten beginnt, löst sich die Band auf. Drei Viertel der Band nennen sich von nun an Love and Rockets. Peter Murphy sucht sich vier neue Mitstreiter, um seine Solokarriere zu starten. Ursprünglich versammelte ich die 100 Man als Live-Unterstützung für mein erstes Album. Doch aus der Live-Band entwickelte sich die Band, mit der ich jetzt auch hauptsächlich im Studio arbeite. Auf meinem neuen Album Deep ergibt sich dadurch auch ein richtiges Band-Feeling. On Deep I've used them mostly as a band, so I've got the band feel on the tracks. Noch bevor das erste Solowerk If the World Should Fail to Fall Apart erscheint, gründet Murphy zusammen mit dem Ex-Japan-Bassisten Mick Kahn die Band Dali's Car. Das Projekt hält jedoch nicht lange zusammen und Mutter Murphy macht sich wieder einmal Sorgen. Girls won't touch me. Als sich die Band auflöste, sagte meine Mutter: Peter, ich hoffe, du kannst deinen Job behalten und die Plattenfirma schmeißt dich nicht wieder raus. Sie dachte, das wäre ein Job. Am liebsten schreibe ich alleine und in meinem eigenen 12-Spur-Tonstudio. So kann ich mir meine eigene Atmosphäre schaffen. In ein großes Studio gehe ich nicht so gerne, weil mich die Technik dort erschlägt. Ich beginne beim Schreiben meistens mit einer Gitarre. Was ich sonst brauche, steht herum. Dann nehme ich eine Idee und entwickle sie weiter, ohne zu wissen, wo sie mich letztendlich hinführen wird. Nach Love Hysteria von 1988 erschien im April die dritte Solo-LP Deep. Mit ihr scheint Peter Murphy dem Düster-Image endgültig entkommen zu sein. Immerhin schoss die Single Cuts You Up bereits nach kurzer Zeit in die Top 10 der amerikanischen College-Charts. In einer kürzlich erschienenen Live-Kritik schrieben sie, ich würde mich auf der Bühne wie ein Trottel benehmen. Ein bisschen verrückt und noch nicht ganz ausgereift, noch nicht ganz erwachsen. Da ist schon was dran, aber ich finde das auch gar nicht so schlecht. Developing still, not quite arrived. It's
and the potential, which is great, isn't it? Im Gegensatz zu seiner Bauhauszeit ist er jetzt richtig melodiös geworden. Ein wunderschönes Liebeslied. Peter Murphy, Cuts You Up. I find you in the morning, after dreams of distant signs. You pour yourself over me, like the sun through the blinds. You lift me up and get me out. Walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way, it twists and turns, changing colors, spinning yarns. You know the way, it leaves you dry, it cuts you up and takes you high. You know the way, it's painted gold. Is it honey? Is it cold? You know the way it goes about. It takes you.